20 TV. Oh, Digga, was ist denn hier mit unserem Koch, Fatzke? Wollt ihr jetzt aber nicht lecker Schmackofatz so machen? Ich will ein 5-Sterne-Menü. Der hat schon vor 3 Monaten den Urlaubsantrag abgeschickt. Der ist unterwegs, ne? Oh, wer hat das genehmigt? Ich nehme an, Sie, Chef. Oh, leck mir meine Füße. Was machst du hier so den ganzen Tag? Ich bin technischer Dauerpraktikant, unbezahlt. Oh, du machst also die Technik. Da habe ich ja mal was vorbereitet. Wir machen jetzt mal ein spontanes Ranzig-Koch. Ne? Weil du kannst mir jetzt ja mal so ganz technisch ein Mettbrötchen machen. Auf dem Bagel. Hier hast du Material. Seh zu. Der Chef hat Hunger. Digga, kein Problem, Chef. Zuallererst nehmen wir uns mal diesen Bagel. Lockern unsere Schneidehand. Denke ich mal. Fixieren das Ganze direkt in die Mitte. Und schneiden langsam auf und ab und in den Bagel hinein. Und bis die Finger ab sind. Am besten verzichten wir darauf, aber wenn man es gerne mit Fleischbeilage hat, also extra Fleisch zum Mett, dann geht auch. Und wir nähern uns der Zielgeraden. So. Der Schnitt auch gerade sitzt. Boah. Passt. Wunderbar. Zuallererst kontrollieren wir mal die Angaben auf der Packung. Gucken, ob das Ganze auch seinem Sinn entspricht. Auch da nicht verkehrt. Abstand noch stimmt alles. Ein fachmännischer Bagel von unserer lieben Hausbäckerei Bagel mit Bagels, die uns auch Brötchen machen, aber waren gerade alle, deswegen gibt es heute nur Bagel. Dann spielen wir da ganz fachmännisch mal ein bisschen Mett drauf. Aus hygienischen Gründen habe ich das natürlich ein bisschen mit Frischhaltefolie eingewickelt. Ich dachte mir, der Chef steht wohl nicht so auf ein wenig Betonkrügel. Der Mann ist vorbereitet, der weiß, was der Chef will. Kameramann, so. Merken Sie sich das mal! Nachdem wir das nun eins alle drauf gespachtelt haben, tiefe Stimme. So, der kommt jetzt natürlich noch zu den Feinheiten. Seht zu, der Chef hat Hunger. Sonst wirst du noch Gehalt gekürzt. Ja, und schon haben wir hier ein 1A technisch geschmiertes Mettbrötchen auf Bagel. Guten Appetit, Chef. Mehr Liebe, mein Freund, mehr Liebe. Das hat es alles bei mir zu Hause auch immer gegeben. Ne? Da leck mich am Arsch, schmeckt das gut. Dafür ein Daumen nach oben.